Hallo und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Bierunterhaltung. An diesem viel zu warmen Tag, in dieser viel zu warmen Wohnung, dachte ich mir, ich mache mir mal schnell ein kühles Bier auf. Und was würde sich da besser eignen als ein historisches Emma-Bier von der Riedenburger Brauerei? Naturtrüb, ungefiltert, ja, so wie ich quasi auch in der Früh nach dem Aufstehen. 5,1%, ja, relativ trinkbar, würde ich mal sagen. Was ist ein Emma? Emma-Bier, ist das was Besonderes? Ja, schon. Emma ist ein Urgetreide. Frag mich nicht, was andere Urgetreide sind. Ich glaube, Hirse ist ein Urgetreide. Nagel mich drauf nicht fest. Auf jeden Fall ist es was, was sehr lange schon unterwegs ist. Moderne Biere werden heutzutage ja eher mit Gerste oder Weizen gebraut. Und ja, ein Emma-Bier enthält halt eben Emma. Emma ist eher so was. Es soll vom Geschmack her ähnlich sein wie Amaranth, falls das jemand kennt von euch. Das ist so eher, also Leute, die zum Beispiel eine Glutenunverträglichkeit haben, die werden damit eher schon mal Erfahrung gemacht haben. Ich habe es zum Glück nicht, ich kenne es trotzdem, frag mich nicht warum. Auf jeden Fall eine leicht nussige Note. Ja, ich würde sagen, bevor das Bier noch anfängt zu kochen hier in dieser viel zu heißen Wohnung, schauen wir mal, wie es denn so ist. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Leider nicht so spektakulär wie mit dem Flaschenöffner, aber hey, was will man machen? Oh, es riecht. Buh. Oh, holy. Okay. Das riecht bis hierher sehr, sehr malzig. Also wirklich. Da kommen gerade eher so schlechte Erinnerungen an dieses komische Löwenmalz hoch, das wir da mal hatten. Aber hey, ich würde mal sagen, wir lassen uns davon nicht abhalten und füllen uns zumindest mal ins Glas. Ja, schöne Farbe, eben ungefiltert, sehr, sehr, ja, eher ein dunkleres Bier, muss man sagen. Sehr schöne Schaumkrone. Sieht, also von der Präsentation her, definitiv auch die Flasche an und für sich. Das sieht schön oldschool aus, das passt eigentlich. Und ja, ich würde mal sagen, es riecht wirklich recht malzig, das Bier. Ich bin gespannt. Also in diesem Sinne, Prost, Prost. Ja, es schmeckt definitiv so. Leicht nussig, recht intensiv, aber schmeckt an und für sich, ja, wie ein normales Bier, wer hätte es gedacht. Es erinnert mich an diese Biere von der Rügener Inselbrauerei, war es, glaube ich. Da hatten wir so ein Roggenbier, sowas in der Richtung. Das geht so ein bisschen dahin. Also man merkt, Hopfen. Eher im Hintergrund, im Vordergrund steht ja so eine malzige Note, aber nicht so extrem. Also der Geruch war schon sehr malzig, aber der Geschmack ist jetzt nicht so extrem intensiv nach Malz. Es ist eher so eine Balance zwischen einer malzigen Note, einer recht würzigen, nussigen Note noch dabei. Der Nachgeschmack sehr angenehm. Bitter ist es eigentlich so gut wie gar nicht. Also es trinkt sich sehr, sehr süffig, erstaunlich süffig, ehrlich. Also für ein dunkles Bier, das eben mit so einem Urkorn gebraut wurde, das ungefiltert ist, da hätte ich mir erwartet, dass das vielleicht ein bisschen weniger süffig ist, aber nein, das trinkt sich eigentlich recht angenehm, muss man sagen. Es schlägt für mich eine erstaunlich gute Brücke zwischen noch dunkleren und vielleicht so dunkleren Starkbieren oder ja, Stout vielleicht, ja, vielleicht doch, vielleicht in die Richtung gehen und dem normalen süffigen Vollbier. Also, es ist echt erstaunlich, es ist richtig, richtig süffig. Es ist kräftig im Geschmack, aber nicht intensiv, nicht unangenehm, wie gesagt, keine Spur herb. Ehrlich gesagt, muss ich sagen, ist fast schon schade, dass man Emma-Bier eher selten sieht. Also ich habe schon öfter davon gehört, hatte bis jetzt noch nie das Vergnügen, eins zu kosten. Und muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die alle so schmecken, dann ist es sehr schade, dass die nicht öfter verkauft werden. Also es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das ideale Sommerbier, aber ja, gut, eigentlich, warum eigentlich nicht? Eigentlich ist es süffig genug, dass es auch im Sommer ganz gut schmecken wird. Im Sommer schmeckt es meistens besser, wenn es ein bisschen herber ist. Aber trotzdem, ich muss gerade überlegen, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, es heißt Mischbier. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Das kann man manchmal in gewissen Gasthäusern bestellen. Das ist quasi eine Mischung aus hellem und dunklem Bier. Und das hier
irgendwie erinnert es mich daran. Das kriegt man wirklich nur selten. Die meisten Kellner sagen, ja, okay, mische ich dir irgendwas zusammen, aber wenn man das wirklich gut gemischt bekommt, dann schmeckt das so ähnlich, nur eben, wie gesagt, noch ein bisschen ausgefeilter ist. Ja. Es ist eben nicht bloß eine Mischung, sondern es ist explizit so gebraut, dass es einen wirklich angenehmen, ausgewogenen, aber trotzdem interessanten und süffigen Geschmack hat. Muss man einfach loben. Kann ich jetzt nicht anders sagen. Ist es auf dem gleichen Level wie die Biere, weil ich das ja vorhin erwähnt habe, wie die von der Rügener Inselbrauerei? Nein. Also ganz auf dem Level ist es noch nicht, aber es ist verdammt nahe dran. Und wer meine Videos schon öfter gesehen hat, der weiß, dass das echt schon quasi wie ein Ritterschlag ist für ein Bier. Jetzt, wo das Bier leicht an Temperatur gewinnt, kommt ein bisschen mehr so eine, ja, eine Getreidenote raus. So, ich weiß nicht, man kann sich ähnlich vorstellen wie so ein dunkles, ja, Roggen-Dinkelbrot, sowas in der Richtung. Mit einer, ja, je mehr es an Temperatur gewinnt, desto mehr nimmt auch diese leicht herbe Note zu. Aber ich glaube, das passt sogar eigentlich ganz gut. Also bei manchen Bieren ist es ja so, weil die Reviews dauern ja länger, definitiv länger, als ihr das hier auf YouTube seht. Je mehr sind manche Biere, wenn sie an Temperatur gewinnen, nehmen eher ab von der Qualität. Klar, Bier trinkt man eher kühl, das ist halt einfach normal. Und bei den Temperaturen hier drinnen heizt sich das halt super schnell auf. Aber es ist trotzdem noch trinkbar, es ist trotzdem nicht unangenehm. Und im Gegenteil, es intensiviert den Geschmack definitiv noch. Also meine Empfehlung, wenn ihr mal irgendwie eure gierigen Bierhände an dieses historische Emmerbier bekommt, dann kostet es definitiv. Also ich finde es im Großen und Ganzen ein richtig, richtig gutes Bier. Wie gesagt, es ist eher ein simpleres Bier, aber es schmeckt halt doch recht komplex. Es ist ein bisschen was Ungewöhnliches, es ist was man nicht unbedingt erwarten würde. Aber es ist trotzdem süffig. Ja, wie gesagt, für mich persönlich schlägt das eine sehr, sehr gute Brücke zwischen noch intensiveren, wirklich dunklen Bieren und einem normalen, süffigen Vollbier. Also an all die Brauereibesitzer, die gerade zuschauen, macht ein Emmerbier. Ich glaube, dass das vielen Leuten ganz gut schmecken würde. Es ist halt wahrscheinlich, die meisten würden sich's nicht holen, weil es ist halt, ja, es ist halt ein bisschen teurer wie ein normales Bier, weil, naja, natürlich ist es das, ne? Aber wie gesagt, vom Geschmack her würde ich das jederzeit unserem normalen, üblichen Vollbier hier aus der Gegend vorziehen, bin ich ganz ehrlich. Es ist, wie gesagt, es ist halt schon intensiver und würziger als normale Biere hier in der Gegend, aber wie gesagt, es ist trotzdem süffig, es ist trotzdem gut und ja, mit diesen heiteren Worten würde ich sagen, definitiv eine Empfehlung von mir an der Stelle. Bis zum nächsten Video. Tschüss, arrivederci und gut. Bye.